ihr Hübschen, wieder eine Kooperation. Ja, mit ganz vielen anderen YouTubern, die alle in der Box stehen natürlich. Und die Kooperation ist 1000 Fragen an dich selbst. Und das sind die nächsten 20 Fragen für dieses Video hier. Das vergesse ich manchmal immer zu sagen, Leute. Tut mir auch leid, aber ich bin dann immer sofort im Fluss der nächsten Zahl und der nächsten Frage. Und das macht mir auch so Spaß. So, deswegen hier die 191. Frage. Ergreifst du häufig die Initiative? Dieses liebe Wort mag ich auch gerne. Deswegen lasse ich es immer auch bleiben meistens. So, 192. An welches Haustier hast du gute Erinnerungen? An meinen ersten, na, ich möchte mal auch mal sagen, an dem ersten Hund, den ich begleiten durfte in meinem Leben. Das war der Hund von meiner Mutter. Und da habe ich eine gute Erinnerung dran, weil auch nicht nur die gute Erinnerung, sondern auch die Erzählung daran, dass dieser Hund sozusagen ein Bodyguard schon von mir war, dass er mich beschützt hat, also besser gesagt, dass er nur die Menschen an mich dran gelassen hat, weil er nämlich neben mir gelegen hat, oftmals. Und ja. Und ich glaube, das ist sogar dieser Hund hier. Ich habe gerade so das Gefühl. Naja, auf jeden Fall. Jacko auch, ja. Aber das war ein super Hund. Und naja, er ist dann mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wo er dann sterben gegangen ist. Also, ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt Hund gesagt und mein Hund kommt dann gleich. Komm mal her. Ach, Schokolein. Die 193. Frage. Hast du genug finanzielle Ressourcen? Man hat immer genügend und genug Ressourcen für das, was man gerne sich wünscht und machen möchte. Zumindest sehe ich das so. So. 194. Willst du für immer dort wohnen bleiben, wo du nun wohnst? Nein, Leute, ich bin noch im Umzug. 195. Reagierst du empfindlich auf Kritik? Das hatten wir doch schon mal in irgendein anderes Video. Aber ein bisschen anders, ne? Ich bin total gelassen. Ich bin, ja, gelassen. 196 meine ich. Hast du Angst vor jemanden, den du kennst? Nein. 197. Nimmst du dir oft Zeit für dich selbst? Ja. 198. Worüber hast du dich zuletzt kaputt gelacht? Immer wieder mal über das eine oder andere witzige Video von mir selbst. Oder dass ich geschickt bekommen habe. Genau. 199. Glaubst du, alles, was du denkst, passt? Passt. Ich komme immer durcheinander. Wie viel? 200. Welches legendäre Fest wird dir in Erinnerung bleiben? Legendäre. Das möchte man auch mal benähren oder besetzen. Was ist denn legendär? Ich meine, ich glaube, ich war noch nicht auf ein legendäres Fest, meine ich. Ob es ein Schulfest oder ein Familienfest ist, kann ich so nicht sagen. 201. Wie gut kennst du deine Nachbarn? Sehr gut, möchte ich mal meinen. 202. Hast du oft Glück? Ja. Und ich bin auch glücklich deswegen, weil ich so viel Glück in mir trage. 203. Von welcher Freundin unterscheidest du dich am meisten?
von einer Freundin. Ja, aber dessen Namen ich ja auch nicht benennen werde, aber das ist schon mal. Genau. 204. Was machst du anders als deine Eltern? Das hier. 205. Was gibt dir neue Energie? Die Musik von Nicole und Rolf Zukowski und überhaupt Musik von jedem. Musik ist, gibt mir totale Energie, ob es, also ganz drauf an nach der Stimmung, ne? Aber ob es dann Wellnessmusik ist oder Jazz oder Rock, Pop, was weiß ich. Ich höre auch mal Punk, ja, oder sonst was. Und es gibt mir dann irgendwie diese Energie. Oder auch Kindermusik, Spaßmusik, keine Ahnung, irgendwelche Musik, die manche Menschen, wo dann auch die Kommentare auf YouTube zu lesen sind, wo die dann schreiben, das kann man sich doch nicht anhören. Und ich denke mir, doch, das ist doch schön. So, 206. Warst du in der Pubertät glücklich? Ich möchte meinen, ja. Denn ich habe mich selbst reflektiert, selbst, ja, irgendwie, wie auch immer. Ich finde, ich war glücklich so in meiner Pubertät und ich war auch glücklich in meiner Selbstfindung in der Zeit und denke immer gerne nochmal dazu, so ein bisschen daran zurück. 207. Wann hast du zuletzt eine Nacht durchgemacht? ist schon lange her. Und das ist auch Dings. 208. Womit beschäftigst du dich am liebsten in deinen Tagträumen? Mit der Sonne und mit dem schönen Licht. 209. Blickst du oft um? Ich blicke oft um mich, ja. 210. Was wissen die meisten Menschen nicht über dich? Was weißt du denn noch nicht von mir, was du denkst, was du noch nicht von mir weißt und was du denkst, was du von mir weißt? So viel dazu. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lasst es euch nur gut gehen. Das waren mal wieder die nächsten 20 Fragen. Ich hoffe, ich habe nicht eine vergessen oder eine dazu gepackt. Dann ist es halt so passiert. Das tut mir dann leid. Ich wünsche eine schöne Zeit. Habe ich ja schon gesagt. Ciao. Bis zum nächsten Mal.